Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Whisky-Video von Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys hier erlebe und bewerte. Wie erlebe ich sie? Ich mache hier Blindverkostung auf meinem Kanal. Und wie bewerte ich sie? Ich sage ganz einfach, was wäre ich bereit für eine Flasche zu zahlen? Ja, und dann schaue ich mal, was ich hier nehme bzw. nehmen lasse. Ich lasse es nämlich durch mein kleines Programmchen laufen und dann sagt er mir die 69. Und die 69 ist diese Flasche hier und hinter dieser Flasche ist eine Zahl und diese Zahl sagt es aus. Was ist das eigentlich für ein Whisky? So, dann wollen wir mal gucken. So, was wir hier im Glas haben. So, blaues Glas. Ich sehe nicht die Farbe des Whiskys, ob er nun hell oder dunkel ist. Und ja, ich will einfach nur Nase, Gaumen, Abgang, fertig. So, also was sagt die Nase? Voller, runder Geruch. Das höchste, also von Höhen her ist es Apfel. Also sehr fruchtige Sachen. Birne. Dann hat er ich muss noch ein bisschen überlegen. So einfach ist das nicht. Der ist der lässt sich hier nicht so schnell. Ein bisschen Orangenschalen. Etwas Honig. Aber alles in einem relativ hohen, aber intensiven, runden Aroma hat der. Also das ist schon ein Whisky, der, da sage ich, jetzt von den Tasting Notes klingt es jetzt nicht vielleicht so überragend, ne? Aber ich habe so das Gefühl, der verspricht einiges, weil der hat so eine ganz bestimmte Note, also hat diese ganzen, ich sag mal, Fruchtnoten und dann hat er hier in dem Bereich so ein Ton in der etwas tieferen Lage schon. Er sagt dann, ich kann doch was, ich kann doch was. Ungefähr so. Ungefähr so kommt es rüber. Und das ist, ich versuche diesen Geruch herauszuarbeiten und aus. Also ich sag's mal so. Er hat so eine. Ich sag jetzt mal so eine schwere Weinnote, Barrique-Note, aber nicht das Barrique, sondern diese, wenn es so tief geht. Ja. Barrique ist es nicht, aber. Diese schweren Aromen, ja, die so richtig tief liegen, da richtig guter Rotwein, ja, so richtig tief liegen, schwere Aromen. Und die sind auch hier dabei. Gepaart halt mit diesem schönen, angenehmen, frischeren Aromen zusätzlich. Ich glaube, der Whisky hat was, der kann was. Jetzt wollen wir mal gucken, was dann so auf meinem Gaumen ist, so wie er da rumtanzt. Also am Anfang waren dann genau diese schönen fruchtigen Sachen, aber ziemlich schnell, so nach einer Sekunde schon, hat er gezeigt, dieses Tannine, aber schöne, süße Tannine. Ich bin noch am Überlegen, was es war jetzt.
So richtig schön süßliche, honigartige Tannine, wirklich sehr, sehr angenehm, kräftig. Und im Abgang zog er noch mal an. Ich habe immer noch Geschmack, also diese schönen tieferen Aromen, die wirklich hier sehr intensiv drin sind. Wow, schön. Also der Whisky gefällt mir. Aber ich glaube, ich muss da noch ein bisschen mehr zu sagen. Also ich bin noch nicht ganz zufrieden, ehrlich gesagt. Und ich bin auch noch nicht sicher, was ich dafür zahlen würde. So, jetzt habe ich ihn besser getroffen. Es sind Sherry-Tabaknoten. So empfinde ich das. Schöne, kräftige Sherry-Tabaknoten. Dieses süßliche, so eine Art süßliches Tabaknote. Sehr schön. Ganz zum Schluss bleibt dann im Abgang ein bisschen noch tiefere. Also hier kommt wirklich eine leicht bittere Komponente dabei. Bin gerade am Überlegen, welche Komponente hier jetzt am besten zu beschreiben ist. Weiß nicht. Weiß nicht, sage ich ganz ehrlich, ein bisschen schwierig im Moment. Aber die Tabaknoten ganz klar. Und Sherry-Noten. Sherry, Tabak. Sehr schöner Whisky. Also gefällt mir. Was wäre ich bereit für so einen Whisky zu zahlen? Ja, also fangen wir mal von unten an. Also so ein Whisky erarbeite ich mir manchmal von unten. Also 40 Euro auf jeden Fall. Ne? Also jetzt nehme ich mal hin, wieder mal so einen kleinen Schluck und da so, dann taste ich mich nach oben. Fünfundvierzig, 47, 48, 49, 50, 50. Bleib bei 49. Irgendwie habe ich das Gefühl, es sind frischere Fässer. Es ist, obwohl ich eigentlich, muss ich sagen, das ist ein 12-Jähriger oder gar 15-Jähriger, tippe ich mal, dass es kein, also es No Age Statement ist. 49 Euro? Ja, 49 Euro würde ich für diesen Whisky zahlen. Das ist mein Preis, den ich zahlen würde, blind. Flasche in der Tüte, keine Ahnung, was drin wäre und würde das Geld drauflegen, 49 Euro. Ich nehme das Geld, beziehungsweise die Flasche und dann würde ich sagen, ich bin glücklich und dann schauen wir mal, was ich hier wirklich jetzt im Glas habe. Gut, jetzt löse ich auf. Das ist die 31. 31. Die 31. Mann, oh Mann, oh Mann, 31, jetzt bin ich gespannt. 33 sehe ich hier, 32 und jetzt, es ist der Glenfarclas 12 Jahre, 24 Euro. Oh Mann, den habe ich schon so lange nicht mehr im Glas gehabt. So gut. Scheibenkleister. Oh Mann, Glenfarclas, 12 Jahre, Glenfarclas. Glenfarclas, oh. Mein Gott, jetzt bin ich aber.
Platt, also Glenfarclas, 12 Jahre, Glenfarclas. Jetzt bin ich echt, ja, was soll ich dazu sagen? 43 Volumenprozent, Aroma voll, würzig, süß mit deutlichen Sherry-Noten, leichte Torf raus, reich und voll mit etwas Sherry und mittellang und mit etwas Eiche. Ich habe da eine etwas andere Geschmackssache. Ich gucke gerade mal nach, hier ist der Glen Farkless 10er, aber der 12er, den habe ich hier nicht stehen. Nein. Fliegt jetzt auch aus meinem Programm heraus. Ich habe ihn jetzt laut dieser Liste sogar schon das vierte Mal gehabt, weil ich ihn. Einer der ersten Whiskys, die ich ja in meinem Kanal gemacht habe, der hat schon relativ wenig Whiskys gehabt. Dann blieb er eigentlich drin. Ja, und jetzt fliegt er raus. Jetzt habe ich ihn häufig genug gehabt. Jetzt kommt, juhu, ein neuer Whisky rein. Ja, so ist das halt auf meinem Kanal. Ich verkoste jeden Whisky dreimal. Und beim dritten Mal fliegt er dann auch raus. Warum mache ich das? Weil ich einfach sage, ich will dem Whisky auch mal mehr als eine Chance geben. Ja, hier habe ich jetzt mal gesagt, ey, den Glenfarclas. Hier ist übrigens die Liste, da so steht es drauf. 31, ich gucke nochmal nach, nicht, dass ich hier einen blöden Fehler mache. Und bewerte den plötzlich für einen super Whisky. Ja, also boah, 49 Euro und 24 ist er wert, würde ich sagen, sofort kaufen. Ja, es ist ein grandioser Whisky für den Preis. Aber es ist auch meine Tagesform. Heute bin ich mal so, vielleicht bin ich im nächsten Mal auch anders. Aber so ist es halt, wenn man blind verkostet, man weiß nicht, was man im Glas hat. Und das ist gerade das Schöne dabei. Ja, jetzt will ich das Video nicht ganz so lang machen, aber ich habe eine Frage noch. Welcher von den Glenfarclas, also was ist der beste Glenfarclas, den ihr bis in eurem Leben getrunken habt? Schreibt es unten in den Kommentaren rein, würde mich gerne interessieren. Ansonsten sage ich nur noch, habt viel Spaß mit euren Whiskys. Bis dann, tschüss.